aus Zeugenaussagen im derzeit laufenden Untersuchungsausschuss, auch parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung, geht hervor, dass Mitarbeiter von US-Geheimdiensten direkt in Mecklenburg-Vorpommern agiert hatten, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern. Die US-Geheimdienstmitarbeiter seien laut dem Obmann der SPD-Fraktion, Thomas Krüger, unter anderem in der Genehmigungsbehörde für die Erdgasleitung, das ist das Bergamt Stralsund, ein- und ausgegangen und hätten entsprechend Druck ausgeübt. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung diese nun belegte Einflussnahme des US-Geheimdienstes in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik, namentlich die Planung der Energieinfrastruktur? Also ich mache mir Ihre Äußerungen ausdrücklich hier nicht zu eigen und verweise darauf, dass ja die Ermittlungen zu Nord Stream geführt werden von der zuständigen Bundesanwaltschaft, und an die sind auch bitte Fragen zu richten. Entschuldigung, das war jetzt komplett am Thema vorbei. Wir sprechen hier von der Einflussnahme von US-Agenten auf den Genehmigungsprozess von Nord Stream 2. Das habe ich, glaube ich, auch so deutlich gemacht. Und ich will bitte, das hat null mit dem Generalbundesanwalt zu tun. Es geht darum, dass bevor Inbetriebnahme jetzt dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist, dass Agenten von diversen US-Geheimdiensten Einfluss genommen haben auf den Genehmigungsprozess. Sie beziehen sich hier auf Presseberichte, die ich nicht kommentiere. Aber es sind keine Presseberichte, das ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss. Und da würde ich zumindest gerne wissen, dann, wenn nicht vom BPA, dann vom Auswärtigen Amt, ob diese Art der Einflussnahme durch den ausländischen Geheimdienst als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik gewertet wird. Also ich habe dem, was die stellvertretende Regierungssprecherin eben gesagt hat, nicht viel hinzuzufügen. Aber Herr Warwick, allein sozusagen, wenn ich mir Ihre Frage anhöre und mich nochmal daran erinnere, wie damals die Debatte um Nord Stream war, glaube ich, gab es kein Geheimnis darum, wie die US-Regierung zu diesem Projekt stand. A, und B, ist das Projekt ja realisiert worden. Insofern verstehe ich nicht ganz die Stoßrichtung Ihrer Frage und was Sie damit implizieren. Weitere Fragen? Herr Warwick, nochmal. Ja, also ob das jetzt genehmigt wurde oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist. Herr Warwick, ich werde es nicht müde, immer wieder zu sagen. Es ist schwierig, wenn wir hier in Diskussionen verfallen. Da würde ich bitten, sowas bilateral zu machen. Es ist ja keine Diskussion. Sie können gerne eine Frage stellen, ja, aber es fing jetzt eher wieder wie eine längere Ausführung an. Also stellen Sie gerne eine Frage. Ja, weil es hier eine Unterstellung gab, die ich, aber egal, die wird von der anderen Seite auch getätigt, davon adäquat darauf antworten, denke ich. Aber um das nochmal klarzumachen, die jetzt herausgekommene Einflussnahme, versuchte Einflussnahme von US-Agenten auf den Genehmigungsprozess wird von der Bundesregierung nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik gewertet. Ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen. Ich kenne diese Berichte nicht und ich kenne diese Aussagen nicht. Insofern fällt es mir schwer, die hier zu kommentieren. Aber ich sage Ihnen nochmal, ich glaube, die Haltung der US-Regierung zu dem Projekt damals ist in meiner Erinnerung jedenfalls sehr klar gewesen. Und deshalb sehe ich da jetzt auch keine Einmischung. Und das rechtfertigt den Einsatz von Geheimdienstmitarbeitern? Das ist ja Ihre Unterstellung, Herr Warwick. Dazu kann ich sagen. Herr Warwick, ich beende jetzt tatsächlich die Diskussion, weil offensichtlich, also es scheint ein Missverständnis zu geben zwischen Sie wollen was wissen und wo etwas nicht bekannt ist. Ich glaube, das führt an der Stelle jetzt nicht weiter. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?